So, hallo und herzlich willkommen. Heute nehme ich euch mit zu diesem Vlog über unsere Weihnachtsfeier. Es ist ein ganz kurzer Vlog, aber dass ihr mal ein bisschen seht, aus was für Leuten mein Netzwerk besteht und welche Mitarbeiter da sind. Das hier ist bei Okini in Düsseldorf auf der Immermannstraße. Und jetzt werden mein Schatz und ich erstmal reingehen. Hallihallo! Herzlich willkommen zur Weihnachtsfeier! So, wir sitzen jetzt also hier beim Okini und das Coole hier bei dem Okini ist, hier gibt es iPads. Das heißt also, hier wird per iPad bestellt und zwar ist das immer All You Can Eat. Genau. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Runde. Dass ihr auch ein bisschen was hier von der Location seht. Alle mal jubeln! Das ist übrigens mein Lieblings-Teddybär, Markus. Auch der Einzige hier. Seines Zeichens Aktieninvestor. Und er hat auch ein gutes Investment getätigt, nämlich bei mir. Markus, was sagst du dazu? Das Investment bei RCM ist das Einzige, was mir in den turbulenten Aktienzeiten überhaupt noch Spaß macht. Ach, das ist schön. Dafür darf er was extra bestellen. Dafür darf er jetzt was extra bestellen. Ne? So, jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen dahin, dass ihr ein bisschen seht, wie es da aussieht. Und später werden wir dann mal den einen oder anderen noch interviewen, dass ihr mal seht, wie die Leute hier so drauf sind. Genau, bis gleich. So, dann sind die ersten Essensbestellungen per iPad eingegangen. Hier sehen wir leckerstes Sushi. Ja. Ach, was schön. Was schön. Und hier ist dann schon mal unsere Bestellung. Die nächste Runde, genau 15 Minuten Zeit hast du immer, bis die nächste Runde kommt und zu zweit kannst du praktisch immer 10 Speisen bestellen. Also sind so, ja, so klein sind die eigentlich nicht, aber so Tapas. Und das ist eigentlich eine echt coole Sache. Wir gehen ja total oft her, es ist allerdings auch ziemlich ausgebucht. So, jetzt wollen wir mal checken, ob unsere Leute auch gut drauf sind. Sekunde, jubeln mal! Das nenne ich aber mein Enthusiasmus. So, und hier kommt auch schon das Essen. So sieht das dann in etwa aus. So, Thorsten, sag mal was zu unseren Zuschauern. Wie findest du unsere Weihnachtsfeier und wie fandest du das letzte Jahr und die Zusammenarbeit mit mir? Okay, also die Zusammenarbeit mit dem Alex war besonders gut gewesen. Ich habe noch nie so einen tollen Chef gehabt wie den Alex. Also Alex, darf ich davon extra was bestellen? Ja, den Nachtisch, der geht dann auf mich. Der Nachtisch geht auf dich. Sehr gut. Ja, wir haben ein tolles Jahr 2015 gehabt. Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Mit Immobilien kann man wirklich gutes Geld machen. Und die Weihnachtsfeier ist sowieso immer Bombe. Insbesondere hier beim Okini kann man wirklich wärmstens empfehlen. Ja, Irene, magst du auch noch was sagen? Ach komm, einmal reinschauen. Guck mal, schau, da kannst du dich sehen. Irenchen, hallo, das ist unsere oberfleißige, super gute Finanzdame, die alles managt, sodass wir total entspannt mit den Zahlen umgehen können. Hier ist übrigens Theo. Ja, das ist unser Traffic Manager, der dafür sorgt, dass ihr ihn auch findet, dass ihr uns auch findet und dass ihr überhaupt wisst, dass wir da sind. Das ist Anna, die hübsche Blonde. Neben mir so ein... Ja. Vorsicht. Genau. Und Anna schreibt bei uns die Texte. Und jetzt kommen wir zu meinem allergrößten Liebling. Von meine Assistentin. Was täte ich nur ohne sie? Genau. So, und hier schauen wir Christina Fischer an, meine Ex-Frau, die immer noch mit mir spricht. Sehr gut, ja. Sehr gut. Und hier Daniel, das ist der Mann für die Finanzierung bei uns. Ganz großes Kino. Und seine sehr, sehr hübsche Freundin. Und hier kommt Siko, ein Vertriebsmagnat. Ja? Vor ihm ist kein Umsatz sicher. Aber das Ganze macht er natürlich nicht ohne Waldi, seinen Partner. So schlagen wir uns da durch. Und jetzt kommen die Vollcracks.
die Leute, an die ihr euch wenden müsst, wenn ihr, wenn ihr sagt, Mensch, Immobilien alles selbst aussuchen, Immobilien, selber habe ich nicht die Zeit für, ich brauche Full-Service, ich brauche Beratung, ich brauche das inklusive Finanzierung und allem drum und dran, dann sind die zwei eure Leute, die kennen sich richtig gut aus. Ja, in diesem Sinne, gleich wieder zurück, aber jetzt muss ich auch erstmal was essen. Oh, jetzt hätte ich ja beinahe die wichtigste Person vergessen, nämlich meinen Hasen. Mariechen, sag mal was Schönes zu unseren Zuschauern. Das ist die gute Seele, die die ganzen Webseiten baut, die Videos schneidet und auch sonst alles macht und den Support tätigt, ne? Gerade im Online-Bereich. Also ohne Maria, mein geliebten Schatz, ging hier gar nichts. Sondern Markus hatte auch noch einen besonderen Gewinn heute, als er zur Post ging bzw. was abgeholt hat. Markus, erzähl es mal unseren Zuschauern. Alex schickt immer jedes Jahr ein Paket mit wunderbaren Lebkuchen. Und obwohl ich kein Mitarbeiter von denen bin, habe ich auch ein Paket bekommen. Das war das Größte heute. Das sind nämlich echte Nürnberger Lebkuchen, also wirklich Originale. Und die sind schon Tradition. Ich werde schon immer Anfang Dezember von den Leuten angerufen und sagen, mal, kriege ich dieses Jahr auch wieder eins? Aber das ist einfach eine tolle Sache, ne? Und das? Ich habe schon im Sommer nachgefragt, das war vielleicht ein bisschen unpassend. Und das ist Oliver, der Mann, mit dem ich verschiedene Projekte zusammen mache in Bezug auf Neubau. Und momentan haben wir ein schönes Entwicklungsobjekt in Oberkassel. So, und hier haben wir noch einen Lebkuchen-Fan, der einen Erfolgsbericht in Bezug auf die Lebkuchen abgeben möchte. Also, ich kenne die Lebkuchen ja von dem vorletzten Jahr. Die waren astrein, also meinen Kindern hat es auch vor allem super gut geschmeckt. Letztes Jahr kamen sie einen Tag zu spät, da war ich schon im Urlaub, da gingen sie leider wieder zurück. Aber dieses Jahr habe ich doch jetzt eine gute Woche Zeit, die in der Tonks liegt. Und ich habe heute was im Postkasten gefunden. Und jetzt, wo ich hörte, dass das die Dinger sind, also super, ja. Große Vorfreude. Und das Gute ist, da erinnere ich mich auch noch dran, die gingen an mich zurück und die habe ich dann für dich stellvertretend mitverputzt. Ne? Das zum Thema Lebkuchen, aber dieses Jahr geht alles gut. Genau. Also, das ist übrigens auch so, tolle Kunden und so kriegen bei uns auch immer ein Riesenset liebevolle Lebkuchen. Also, für die Kunden werden. So, dann gibt es noch eine wichtige Sache, die wollte ich euch zeigen, und zwar Markus, das ist der Kollege hier drüben, ne? Der George Clooney. Anfang der Teddybär. Der hat sich so über die Lebkuchen gefreut, dass er mir heute folgende WhatsApp geschrieben hat. Und zwar, ich zeige es euch jetzt mal. Steht da drin, vielen Dank, mein Schatz. Ja, das da drüben ist übrigens seine Freundin. Ich wollte erst ein Foto machen, auf dem ich in einen Lebkuchen beiße, aber ich bin noch nicht gesellschaftsfähig. Muss erst duschen. Ach so, nein, er muss erst duschen. Also er konnte noch kein Foto machen, weil er noch nicht duschen konnte. Dafür darfst du mich heute Abend auch 2 bis 3 Mal unsittlich anfassen und ich werde nicht schreien. Da könnt ihr euch also vorstellen, wie lecker diese Lebkuchen sind. So, hier sind jetzt Spicy Shrimps. Probieren wir die mal. Also hier gibt es auch ordentliches Zeug, trotz all you can eat. Zum Beispiel hier Ente. Großes Kino, sehr lecker. Murat, was hast du unseren Zuschauern noch zu sagen? Ja, alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann. Wie immer sehr schön, sehr lecker. Dies Jahr ist außergewöhnlich gut. Riesengruppe, Riesenerfolg haben wir dieses Jahr geschrieben. Nächstes Jahr wird besser. Natürlich, immer voll nach vorne. Immer ran. Was soll ich noch? Er wird schneller. Ich bin schneller. Ja, das ist ja der Finanzierungsmann, da ist Geschwindigkeit immer wichtig. Wenn der das nicht kann, dann weiß ich. Rugi, jetzt sag doch mal, wie war denn eigentlich die Zusammenarbeit mit dem lieben Alex? Ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden. Das aus Rukis Mund, wer sie kennen würde, bedeutet, das ist praktisch, wer anders würde Flickflack nach hinten machen. Rukis höchste Form der Auszeichnung ist,
ich bin schon ganz zufrieden und hatte nicht so viel zu meckern. Aber ich mag ihn nicht eintauschen mit niemandem in dieser Branche. Das muss ich auch noch sagen. Warum nicht? Weil es wenige ehrliche Leute gibt. Ach komm schon. Ich kenne nur einen in der Immobilienwelt. Der heißt Alex Fischer. Oh, das gibt jetzt aber noch mal einen extra Krapfen dann anschließend. Danke dir. So, Fong, erzähl mal, wie hat dir das letzte Jahr gefallen? Das letzte Jahr? Das Jahr? Dieses Jahr, das ja. Das Jahr. Super, ganz viel Umsatz gemacht. Den besten Chef überhaupt. Das ganze Online-Marketing hat sich so aufgeblüht. Also, unsere Firma wächst und wächst und wächst und wächst. Und es werden immer mehr. Ja, das ist schön. Das gefällt mir auch. Genau. Und Hase, was meinst du dazu? Was soll ich sagen? Das ist unsere Online-Marketing-Filmkamera-Schnitt-Profi. Die hat wirklich von null auf alles sich selber aufgebaut. Ja, das stimmt. Inzwischen kann sie sogar mein Facebook-Account hacken. Ja? Die ist inzwischen Wahnsinn. Dafür, dass es vor 2,5 Jahren noch gar keinen Plan von hatte, ist das echt Wahnsinn. So, die Rauer stehen mal wieder draußen. So, Thorsten, sag mal, wie war das vergangene Jahr für dich? Das vergangene Jahr war super geil gewesen. Am meisten hat mich beeindruckt das Immobilienlexikon. Das ist so genial geworden. Ja, da nehme ich mitgearbeitet dran. Genau. Wir haben ein bisschen mitgeholfen. Ja, das stimmt. Und aber der Vertrieb ist auch super geil gelaufen. Es ist genau die richtige Zeit für Immobilien. Der Zins ist niedrig. Paar schöne Ankäufe haben wir gemacht. Geile Ankäufe, genau. Jetzt kaufen wir noch das Einkaufszentrum an. Und Hammer. Wirklich. Sehr gut. Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Thorsten? Ich glaube, wir kennen uns seit 1997. Das war dein erstes Objekt gewesen. Stimmt, 1997 und du warst der Hausverwalter damals. Genau. Ach, guck das mal. Das erste Objekt. Stahlstraße in Erkrath war das. Ne? Genau, da haben wir uns kennengelernt. Genau. Und dann Kempen war dann das erste Objekt gewesen, wo du alle Erfahrungen sammeln konntest, die man nur sammeln konnte, im negativen Sinn als Aufteiler, ja. Bauträger. Also es war das erste Objekt, das ich als Aufteiler gemacht habe. Die ersten Objekte habe ich schon 95 gekauft. Genau. Aber mein erstes Aufteilerobjekt, also wo ich selber angekauft und aufgeteilt habe, war 97, ganz genau. Ja, cool. Und Thorsten, so, wie ist denn so die Zusammenarbeit so im Hause Fischer? Ja, also er kommt seiner Fürsorgepflicht nicht immer nach. Das heißt also mal so mal anrufen, hey, hast du mal Lust auf ein Zigarettchen, komm mal hoch. Aber ansonsten ist das ein toller Chef, definitiv. Ja. Ist mein Lieblingschef. Das sagt er selber, weißt du, er besitzt selber die Hausverwaltung, hat selber schon aufgeteilt und so weiter und so weiter. Nee, aber sag mal, warum bist du da? Warum arbeitest du hier mit an unseren Zielen? Was gefällt dir daran? Also was mir besonders gut gefällt, ist halt erstens wirklich mit Profis zusammenzuarbeiten, die wirklich was geschrubbt kriegen und nicht nur Blabla machen, sondern da wird ein Plan gemacht, es wird durchprogrammiert und dann wird das knallhart durchgezogen und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Man sieht das ja auch gerade im Online-Marketing mit den ganzen Videos, was da an Power da ist, da träumen andere von. Das, was wir in einem Monat schaffen, schaffen andere in einem Jahr. Ah, jetzt übertreibt man nicht. Na gut, in einem Monat. Aber noch mal ein paar Worte zu Thorsten. Thorsten ist ein ganz erfahrener, hat ursprünglich eine Deutsche Bank-Ausbildung gemacht, ne, hat dann selber auch mal aufgeteilt, hat Finanzierungen gemacht, Hausverwaltung, gemacht. Einkauf, Vertrieb, alles Mögliche. Aber er ist mehr so der Administrationsmann, also der gerne Verwaltungsstrukturen aufbaut, organisiert, schon immer wieder was Neues machen möchte, aber eben ihm ist es halt sehr wichtig, dass er ja, organisatorische Herausforderungen hat. So Vertrieb ist jetzt nicht so seins und okay. So. Also haben wir alles mitgemacht, ist auch eine geile Zeit. Er ist auch der Excel Meister, ja, also das damit könntest du mich jetzt persönlich jagen. Aber deswegen arbeiten wir auch zusammen, weil wenn wir alle die gleichen Stärken hätten, eben, das ist dann das Tolle, würden wir uns ja Konkurrenz machen. Deswegen ist das. Harmonieren halt einfach wahnsinnig gut zusammen, weil jeder seine Stärken einbringt und der andere die Stärken ausgleicht von den Schwächen von dem anderen. Wobei genau. Die ganz wenige Schwächen haben. Natürlich. Das wollen wir natürlich sagen. Natürlich. Ne? Genau. Nein, Spaß beiseite. Und jetzt hast du ja auch schon ganz schön was an Immobilienerfahrung. Also Thorsten zum Beispiel hat eine eigene Hausverwaltung, die auch für unsere Kapitalanleger die Verwaltung, also die bei uns kaufen, die Verwaltung managt. Und der ist einer der wenigen, die eine ISO 9000 Zertifizierung haben. Ja. Zertifizierung haben. Erzähl doch mal kurz, was das ist. Ja, im Prinzip ist das ja die ISO nach der Qualitätsmanagement-Norm. Und da haben wir uns vom TÜV Süd prüfen lassen, dass halt wirklich sämtliche Abläufe, und das ist halt das Schöne in der Hausverwaltung, dass man eigentlich, es gibt wahnsinnig viele Abläufe, angefangen von Schlüsselübergabe, Wohnungsübergabe und so weiter,
Das sind alles standardisierte Prozesse und die schreibt man halt nieder mit entsprechenden Formularen, muss man halt ein entsprechendes Handbuch machen. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, bis man das dann stehen hat. Aber das zeichnet halt dann halt am Ende, nach hinten raus, hat das einen riesen Vorteil. Erstens, weil bei Hausverwaltungen der Job ist leider nicht geschützt. Das heißt, jeder Depp kann es machen. Und da hat der ein oder andere sicherlich auch schon sehr negative Erfahrungen gesammelt. Ja, und das Problem ist, weil man findet relativ schwierig Personal, zumindest gutes Personal im Hausverwaltungsbereich. Deswegen macht Thorsten es immer so, der sucht sich einfach gute administrative Kräfte, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben. Das brauchen sie aber nicht, weil er hat praktisch ein Handbuch, wo alles genau abgebildet ist. Ne? Und zwar digital. Das heißt, man kann da auf so einen Link klicken, zum Beispiel, oh, Kündigung kommt rein. Aha, was für eine Kündigung? Ordentlich, außerordentlich, fristgerecht, ja, nein. Welches Formular, welches Anschreiben, was muss gemacht werden, wo wird es abgelegt? Also sprich, wer lesen kann, was aber auch schon hier und da mal ein Problem ist, kann das praktisch mit diesem Handbuch, kann eigentlich seine eigene Hausverwaltung aufmachen. Ne? So könnte man das sagen. Ja, und eines Tages irgendwann werden wir zumindest Auszüge dieses Handbuchs mal herausbringen. Richtig. Und dass ihr da auch ein bisschen was davon habt. Und genau. Was sonst, Thorsten? Ja, also am schönsten sind natürlich diese Sachen, die ich sehr gerne mache, ist halt die Due Diligence von Objekten. Das heißt die Prüfung, die Feinprüfung vom Ankauf. Weil da nimmst du ein Objekt wirklich auseinander. Und jedes Objekt ist halt einfach anders. Und das macht dann halt einfach Spaß, die Outpoints auch herauszufinden und die Pluspunkte. Und wenn man dann am Ende feststellt in der Kalkulation, jawohl, das passt, da schlagen wir zu. Und wenn man dann noch so eine schöne Cash-Maschine hat und der Alex hat da so ein Händchen für, irgendwie immer wieder Objekte ranzuschaffen, wo man wirklich sagt, Mensch, da wird man ja schon fast rot, wenn man da das Kaufpreisangebot abgibt und das Objekt einkauft, weil es danach eine brutale Cash-Maschine ist. Jo, ja, so ist das Leben, ne? Die einen stoßen das Geld ab, die anderen ziehen es halt an. Ne? Wie das geht, das werde ich auch mal drüber sprechen in finanzielle Intelligenz. Da wird es demnächst sehr viele Videos geben, weil da gibt es wirklich Gesetze dazu, was man machen kann, um Geld anzuziehen bzw. um es abzustoßen. Das klingt jetzt irgendwie so esoterisch, ist es aber gar nicht, sondern es sind einfach Gesetzmäßigkeiten, nach denen man eigentlich Statistik führen kann. Und da kann man jetzt diskutieren, warum das so ist oder nicht. Mir ist das egal, ich wende es einfach an. Stimmt. Ich kann das definitiv bestätigen, das sind ganz simple Dinge, die man einfach nur berücksichtigen sollte, was in diesem Kurs finanzielle Intelligenz drin ist. Und mit den Finanzen, das klappt super, der richtige Flow läuft und ja, das Geld kommt dorthin, wo es hingehört, zu uns. Ja, es darf ja auch ein bisschen zu anderen Leuten kommen. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, wenn du möchtest, dass Geld zu dir fließt, dann musst du es auch ein bisschen rausfließen lassen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, was ich werde zum Beispiel feststellen, dass alle erfolgreichen Leute mindestens 10% ihres Einkommens spenden. Unter anderem steht es auch so in der Bibel drin, geben ist seliger denn nehmen. Und der Islam, alle großen Religionen sagen das. Den 10. Teller. Und sie sagen das jetzt nicht deswegen, um dich zu knechten, sondern tatsächlich geht es dann allen Beteiligten besser. Aber das verstehen die Leute immer nicht, weil Geiz ist nämlich gar nicht geil, sondern sorgt dafür, dass du dir eigentlich selber am meisten schadest. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Auszug daraus. Ja. Das soll ja jetzt heute kein Schulungsvideo werden, sondern ist ja einfach mal so ein bisschen. Was auch ein wichtiger Punkt ist, den sollte man ruhig erwähnen. Was mir unheimlich viel Spaß macht, in diesem Team mitzuarbeiten, ist nicht das Geld. Wenn du was kannst, dann wirst du eh immer Geld verdienen. Sondern das, was es ist, ist halt einfach dieses Betriebsklima, dieser geile Zusammenhalt, dass man Spaß zusammen hat und dass es nicht irgendwie zähes Arbeiten ist, so nach Stechuhr und locker, flockig alles. Ja, aber ab und zu geht es schon mal auch heftiger zu bei uns, weil wir natürlich auch unsere Ergebnisse bringen müssen, aber das ist so in etwa so wie bei den Marines, ne? Genau. So, was ich, der Einpeitscher, der wird dann manchmal ein bisschen gehasst, aber wenn dann das Ergebnis da ist, dann finden es alle wieder super. Aber so ist es halt, ne? Und als Führungskraft wird man ja nicht dafür bezahlt, freundlich zu sein, beziehungsweise man wird nicht bezahlt, dafür beliebt zu sein. Freundlich sein darf man schon, sondern man wird dafür bezahlt, effektiv zu sein. Ne? So, und erstaunlicherweise werden dann effektive Führungskräfte auch tatsächlich geliebt, weil die einfach sagen, boah, guck mal, was der in der Lage war, aus mir rauszuholen. Hätte gar nicht gedacht, dass ich das alles kann. Ne? Und genau, also ähnlich wie bei den Marines. Ja, sonst so, Thorsten, was denkst du, sollten wir jetzt noch so mal angreifen im nächsten Jahr? Also ich denke, was gut wäre, also wir sollten wieder was für den Vertrieb, ein größeres Projekt machen, so mit 150, 200 Einheiten, mal so zum Starten, zum Warmwerden ins neue Jahr. Dann ein schöner Global-Deal, weil was ja zum Beispiel auch sehr viel Spaß macht. Solch ein Global-Deal, das heißt, man kauft ein ganzes Projekt an, tut es dann entsprechend aufbereiten, aufwerten, zum Beispiel neu vermieten, beim Einkaufszentrum zum Beispiel oder beim Mehrfamilienhaus, verbessert es und verkauft es dann als Ganzes wieder, zum Beispiel an eine Fondsgesellschaft. Genau, richtig.
So, und das macht halt wirklich Spaß, weil das ist halt die Champions League mit diesen großen Global-Deals, wo es dann halt nicht um 1, 2, 3 Millionen geht, sondern Voluminas ab 10 Millionen aufwärts. Und das macht dann halt einfach Spaß, wenn man dann halt einfach auch wieder mit Profis zusammenarbeitet und nicht der ein oder andere, der halt Großgrundbesitzer ist, weil er jetzt eine Eigentumswohnung gekauft hat. Ja, das kommt manchmal vor. Thorsten, hörst du eigentlich auch den Immobilien-Investor-Podcast von mir? Absolut. Also das ist wirklich was Geniales. Ich muss zugeben, ich gehöre ja schon zur etwas älteren Generation. Bin zwar Mitte 30. Drei Kinder? Genau. Drei Kinder, eine Frau, ein Hamster und einen toten Hund. Ja. Und, also früher hat er mir gesagt, und einen Hund, aber der genau. Ist jetzt leider schon gestorben. Richtig. Ja, also ich hatte zwar von Podcast gehört gehabt und habe gedacht, ja, das hat sich im Markt nie durchgesetzt, ach, sowas wie ein Hörbuch und so, ne? Und dann hatte der Alex mir irgendwann von der Idee erzählt und das halt in die Tat umgesetzt und ich konnte es mir gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt läuft und ich war dann wirklich sowas von überrascht, was das für Zugriffszahlen, also Downloads hat und ich war selbst begeistert, weil es ist wirklich eine super praktische Sache, wenn du im Auto sitzt, ne? Ziehst du den Podcast rein, echt genial. Also ich höre Podcasts schon länger, aber ich bin auch sehr überrascht davon und ich glaube, das fängt gerade erst an, also was ich jetzt, haben wir gerade wieder was veröffentlicht, waren wir iTunes Charts Wirtschaft Gesamt. Platz 4 oder Platz 5, das ändert sich natürlich ja. Immer wieder, je nachdem, wie du veröffentlichst. Geldanlage sind wir immer unter den ersten 5, entweder Platz 1 oder Platz 2 oder Platz 3, so üblicherweise. Und haben auch super gute Rezensionen. Ah ja, übrigens, Podcast einfach mal eingeben bei iTunes bzw. Soundcloud oder eben im Google Play Shop. Immobilien Investor Podcast heißt der, richtig cool, da ist neuer Content drauf. Den es auch nicht so auf Video gibt, also das mache ich individuell. Ich spiele zwar vielleicht die eine oder andere Tonspur von dem Video mal ein, aber es gibt immer zusätzliche Informationen. Ja, und was halt einfach schön ist, das muss man auch sagen, ich habe dann, nachdem ich die Welt der Podcasts entdeckt habe, habe ich natürlich auch von anderen Podcasts runtergeladen gehabt. Und was mir halt einfach bei dir gut gefällt, ist unabhängig davon, dass du mein Chef bist, ist halt einfach, dass der Alex es wirklich beherrscht, wahnsinnig geile Beispiele immer dazu zu bringen, sodass man sich sofort was vorstellen kann und Masse im Grunde genommen dazu hat. Das ist also wirklich cool, um auch komplexe Dinge einfach simpel zu verstehen. Deswegen ist es eine super Kost. Gerade wenn man im Auto sitzt und Kopfhörer reinziehen, super Sache. Ja, und wie ihr das so von meinen anderen Schulungsvideos kennt, ne? Ohne viel Geschwafel. Ich meine, das ist ein Vlog, da geht es um Schwafeln. Aber meinen Schulungsvideos ist es einfach so, immer A nach B zum Punkt und das ist bei den Podcasts genauso. Und das Coole an den Podcasts ist, das sind einfach, wenn man so möchte, Hörbuch-Abos, ja, wo immer regelmäßig neue Folgen veröffentlicht werden zu unterschiedlichen Themen. Da geht es natürlich um Immobilien und finanzielle Freiheit mit Immobilien. Und das läuft sehr, sehr gut. Also wir hatten jetzt in, keine Ahnung, 5 Monaten 45.000 Downloads, was echt ein Wort ist. Das sind aber nur die Downloads bei iTunes, die bei Android, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Und das ist also eigentlich echt eine extrem coole Sache und kann ich euch nur empfehlen, abonniert es. Wenn es euch gefällt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir eine schöne Rezension schreibt. Und sonst noch irgendwas, Thorsten? Also dass er nicht immer seine arbeitgeberlichen Fürsorgepflicht nachkommt. Ja, weil Thorsten möchte mal eine rauchen, also das haben wir jetzt ja auch gerade gemacht. Was aber auch noch kommt, vielleicht so als Ankündigung von meiner Seite. Ich bin gerade dabei, über 1500 Videos abzudrehen. Die Skripts davon stehen noch nicht ganz, 340 habe ich schon, aber die Titel, worum es bei den Videos geben wird, stehen schon. Und das wird fett. Das wird richtig fett werden. Da werdet ihr echt Spaß haben. Und ich werde davon nicht alles auf YouTube veröffentlichen, aber ihr könnt alles kostenlos bekommen auf meiner Webseite alex-fischer-düsseldorf.de. Die Videos werde ich allerdings nicht peu à peu hochstellen, sondern da macht es auf einmal Rums. Sogar so in 12 bis 18 Monaten und dann wird das ganze Kompendium veröffentlicht. Ihr dürft überrascht sein, worüber es geht oder dürft euch überraschen lassen. Aber tatsächlich werden da natürlich Immobilienvideos drunter sein, aber es wird vor allem auch viel unternehmerisches Basic-Wissen sein, weil es hilft euch ja nichts, wenn ihr jetzt aus dem Angestellten-Dasein zum Beispiel kommt und sagt, hey, ich will finanziell frei werden und ihr habt gar keine unternehmerischen Grundlagen. Und deswegen wird es einfach eine komplette Lösung werden, wo ihr einfach alles bekommen werdet. Ne? Also sprich, von wie führe ich Verhandlungen bis wie suche ich Mitarbeiter aus, woran erkenne ich gute Geschäftspartner. Also einfach das volle Programm werdet ihr da bekommen. Ne?
Genau, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann freue ich mich drüber. Ach, guck mal, da haben wir noch eine Dame, die auch zum Rauchen kommt. Hallo. Sollte euch dieses Video gefallen haben soweit, dann tut mir doch einen Gefallen und liked das Video. Außerdem schreibt mir einen coolen Kommentar drunter. Wenn ihr eine Frage habt, die ihr von mir in irgendeinem Video beantwortet haben wollt, auch bitte drunter schreiben. Teilt es auf Facebook und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen bei irgendeinem Vlog oder Frag Alex. Ciao, ciao.